Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike und der Micha. Hallihallo. Moin moin. Wir sind wieder zusammen zu dritt im Football Manager 2020. Heute gerade, so wo wir das krass rausnehmen, gerade erst rausgekommen, ganz, ganz frisch. Und wir starten wieder zu dritt, jeder einzeln bei einem Verein zusammen hier in die Bundesliga rein. Und zwar starte ich bei Gladbach, weil ich habe ja auch beim letzten Mal bei Gladbach aufgehört und übernehmen sie quasi dieses Mal wieder. Und ja, Mike ist bei Mainz und Micha bei Schalke 04. Wieder zurück, ja, quasi. So, wichtige Änderungen. Wir schauen dafür mal kurz auf den Terminplan und sehen, ja, wir haben ja ordentlich Testspiele, aber die machen wir quasi alle hinter der Kamera. Also wir bauen jetzt unsere Taktik zusammen und testen die in den Testspielen vor dem offiziellen Start und das mit den Kadern, ohne dass wir jetzt, also mit den offiziellen Kadern, so wie sie eigentlich auch in echt reingeschaltet sind. Also wir werden selber keine Transfers mehr machen in diesem Sommer und erarbeiten uns unsere Taktik und so und starten dann zusammen mit euch in den August rein. Und wir werden es jetzt machen pro Folge ein Monat. Das heißt, also nicht mehr zwei Spiele wie bisher immer. Genau. Das heißt, wir haben immer wirklich exakt einen ganzen Monat bis zum 31. oder 30. quasi, werden wir immer das in eine Folge mit draufnehmen und haben jetzt schon, wie man das bei mir sieht, ziemlich viele Spiele im August. Wir starten rein im DFB-Pokal und dann Bundesligaspiele starte ich rein gegen Schalke, also gegen Micha starte ich da direkt rein und dann direkt mein zweites Spiel ist auch schon gegen Mainz. Ole. Also dann gegen Leipzig, also ich habe einen mega krassen Spielplan. Ja, das machen wir auf jeden Fall aus dem Grund, dass es ja diese langfristigen Ziele jetzt mittlerweile gibt und die könnten wir nicht anders erreichen. Wir gehen jetzt in unsere eigenen Katakomben quasi, denn ich schäme mich jetzt von euch ab und erzähle meinen Zuschauern einfach, was bei mir so abgeht, ne? Doch, nochmal. Ja, tschüss. Ciao. So, ja Leute, wir sind wieder bei Mainz 05 gelandet. Ja, es gibt ganz, ganz viele Mannschaften natürlich, die ich hätte nehmen können. Wir haben uns darauf geeinigt natürlich, dass ich keine krassen Mannschaften nehme, wie Bayern, Leverkusen, Dortmund, wen auch immer. Deswegen musste ich mich jetzt dann wieder so ein bisschen entscheiden. Und mir ist das ganz, ganz schwer gefallen, weil ich ja nicht der Beste in Football Manager bin. Ich werde mich natürlich dieses Jahr bemühen, dazu komme ich gleich, was so meine Ziele sind. Aber wie gesagt, da ich nicht so der Beste in Football Manager bin, habe ich dann einfach gedacht, komm, Mainz ist so eine Mannschaft, bei der habe ich mich letzte Saison schon relativ wohl gefühlt, war ich ja auch längere Zeit und ist halt jetzt wieder Neuanfang, ich bin wieder zurück, die Mainzer freuen sich auch auf mich und ich freue mich auch wieder da zu sein und die Mainzer haben jetzt auch nicht die riesigen Anforderungen, also kann es sein, dass ich die auf jeden Fall erreichen werde und toppen werde. Der Platz 10, auf dem wir aktuell stehen, das wäre schon so ein Traumplatz, das muss man schon ganz ehrlich so sagen, wenn wir da bleiben könnten, das wäre hammermäßig. Also Mainz sind echt ja noch nicht so gut in die Saison gestartet aktuell, wo wir das hier aufnehmen oder wo auch dieses Video rauskommt. Ja, kommt ja schon hier am Donnerstag raus. Auf Platz 16 mit 9 Punkten aus 11 Spielen. Ob das besser bei uns läuft, kann ich nicht versprechen. Ich bin, wie gesagt, nicht der Beste in Football Manager. Ihr könnt mir super, super gerne Tipps geben, falls ihr das möchtet. Und falls ihr euch auch in diesem Spiel gut auskennt. Ich werde mir eine Taktik entwerfen, selber. Ich werde kein Preset oder so runterladen. Ich werde da selber ein bisschen probieren. Ich will ein bisschen auf Pressing spielen. Viel Pressing, Gegenpressing auch. Trotzdem einen schönen, ansehnlichen Fußballspiel nicht nur hinten reinstellen. Ich bin gespannt, was wir erreichen können. DFB-Pokal ist mir nicht wichtig. In der Liga will ich mich auf jeden Fall natürlich in der Liga halten und hoffentlich ein bisschen besser als die echten Mainzer abschneiden. Schauen wir einfach mal, was wir da so hinbekommen. In der heutigen Folge geht es ja schon richtig los. Ihr habt es gesehen, Terminplaner, wir spielen auch schon gegen Jan heute. In der nächsten Folge dann gegen Micha. Also das wird absolut krass. DFB-Pokal auch gegen Halberstadt. Ich bin gespannt. Gegen Bayern München heute auch noch. Gegen Jan habe ich sowieso immer verloren. Und gegen Bayern München wird dann auch richtig krass. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir kriegen das gemeinsam hin. Also ich kenne mich gar nicht mehr so aus, da hat sich viel verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die aktuelle Mannschaft von Mainz kenne ich gar nicht so. Also hier sind einige Spiele dabei, wo ich mir denke so, hä, wer ist das denn? Haben die irgendwie neue Typen eingekauft? Das denken wir bei allen Spielern hier. So Leute, wir stellen uns unserem Team vor.
Und ja, endlich ist es soweit. Im Namen der Mannschaft möchte ich Sie willkommen heißen und freue mich auf, unter Ihrer Führung zu spielen. Leidenschaftlich sage ich, dass wir hoffentlich einen Mittelfeldplatz erreichen. Und das sagen viele. Die stimmen mir viele zu. Kommt schon, Jungs, der Chef hat recht. Wir können einen Mittelfeldplatz erreichen. Ja, ein paar sagen, dass sie nicht wüssten, was sie dazu sagen sollen. Das sage ich bestimmt, dass das genau die Reaktion war, die ich mir erhofft habe. Außerdem habe ich noch den Strafenkatalog, den habe ich einfach so übernommen, wie der Vorgänger das hatte. Und der scheint in Ordnung zu sein, nichts zu beanstanden. Super. So Leute, wir starten rein. Die Saison beginnt für uns mit einem DFB-Pokalspiel und das in Halberstadt. Passiert auch mal irgendwas oder... Oh! Beschwert er sich. 13. Spielminute, Unisivo 1:0. Ich sag dir, Mike ist am Ende der Bundesliga. Jetzt kommen wieder diese Prognosen und dann vergange ich alle Spiele. Das ist ein Plan von deinem Hack. Rune Merton. Oh, 2:0. Das ist die Entscheidung. Da können wir jetzt, ich meine, wenn man gegen Halberstadt gewinnt, dann da ist man schon, können wir jetzt eigentlich schon auswechseln, alle komplett tauschen. Mainz auch gleich selbstgefällig wird. Ja, klar. Und ich finde, dass es auch ganz gut aufgegangen ist. Er steht erstmal eine halbe Stunde da. Lol, er hat nicht mal mehr die Ecke gemacht. Okay, Leute, wir haben es geschafft, 2:0. Und damit bin ich absolut zufrieden. Ja, hätten lieber mit einem höheren Vorsprung gewonnen. Ja, wenn man irgendwie in der 13. Minute auf Zeitspiel steht. Ich hab doch gesagt, damit bin ich absolut zufrieden. Ich hätte nicht... Ja, aber der Zeitungstyp... Junge, den mach ich platt, wenn er kommt! Der juckt mich nicht. So Leute, wir machen jetzt die Pokalziehung. Jetzt wird's ja heavy. Micha ist raus, Mike und ich. Das hast du ja schon gespoilert. Drin. Ja. Ja, mussten wir aber. Okay, dann 3, 2, 1, alle Teams. Ich muss gegen Köln. Gegen Sandhausen, das geht. Ja, oh, das geht. Bundesliga. Scheiße, ich wollte gegen Greuther Fürth oder gegen Jan, aber okay, Sandhausen und zu Hause. Ist in Ordnung. Es geht rein ins Spiel gegen Freiburg. So Leute, ich habe mir jetzt hier die Blitztabelle mal geholt und die Spielstände. Ich habe natürlich jetzt hier noch keine Overlays oder irgendwelche krassen Sachen. Das ist der Release-Tag heute. Da gibt's noch gar nichts. Also es ist noch nichts draußen. Das ist einfach quasi, ja, das Spiel roh, ohne nichts. Aber Freiburg kommt oft und jetzt treffen sie. 1:0 nach dem Freistoß, bekannt sind sie ja dafür. Halbzeit, 1:0, Freiburg schon ein bisschen besser, das muss man auf jeden Fall sagen. Vielleicht können wir da noch irgendwas rausholen, ich hoffe es natürlich. Komm schon, das Unentschieden wäre so wichtig. Rosinski setzt ihn rüber. 1:0, haben wir verloren. Ja, knapp, wir hätten, ja, weiß ich nicht, hätten wir irgendwie vermeiden müssen oder können, ich weiß es nicht. 1:0 ist natürlich bitter, aber ja, kann ich trotzdem mitleben, muss ich. So Leute, jetzt geht es heiß her, zweimal ein 18:30 Spiel, wir spielen quasi parallel. Ich spiele das Megatop-Spiel Trainerduell gegen Jan. Ich habe ziemlich viel Angst, weil er einfach die bessere Mannschaft ist. Schauen wir mal. Und jetzt die Chance. Boah, Alter. Mann. Okay, Mainz ist gut. Schaltet hier gut in das Spiel rein. 6:1 Schuss. Das zeigt schon mal, was hier abgeht in diesem Spiel. Oh Gott, nein, jetzt kommt Gladbach. Ja. Oh. Ey, was machen deine Spiele? Erfahren Ziel schießen. 25 jetzt. Minute, erste richtige Chance. Das so gut war und das ist eine gute Chance. Gegen so eine Mannschaft wie dich, ganz kritisch. Jetzt der Konter. So, ich soll einen Elfmeter ausgelöst haben? Ja, hä? Kein Elfmeter, ja, aber... Alter, der hat einfach meinen Konter abgebrochen? Wegen so einer Scheiße? Ja, genau. Ich werde das... Ja, verstehst du nicht. Hast wahrscheinlich in deinem Hackprogramm wieder eingetippt.
Nein. Oh ja. Ja, ja, Patrick Herrmann zum ersten Mal. 1-0. Dein Maul. Ein Fehler vom Aroon Murden. Er grätscht daneben und dann ist die ganze Abwehr damit offen. Halbzeit auf Schalke. Scheiße. 0-0. Halbzeit, wir sind in der 18. Minute. Ob das so verdient ist, bin ich mir aber nicht sicher. Das ist gegen dich oft so. Gegen mich? Ich verliere immer gegen dich. Ich darf doch auch mal gewinnen. Du hast nie gegen mich verloren. Echt ohne Spaß. Wir haben noch nie, hab ich gegen dich gewonnen. Ich glaube mich ja auch also, nicht. Defensiv spielst du. Du hast, glaube ich, alle immer besiegt. Nein. 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 Ja, was? Das ist abseits vielleicht. Nie im Leben. Ja, abseits, erzählt nicht. Ja, siehst du hier, der Ton geht erstmal aus. Ja. Das ist doch, nee, das ist, da hast du den Schiedsrichter gekauft. Jetzt erst Sonali, das wäre auch verdient. Ja, ein Sommer. Nichts, aber es, Oh mein Gott. Sivo, komm. Hilfe. Nein, was, dass der nicht drin ist. Das muss das 1-1 sein, eine millionenprozentige Chance. 11-10 Schüsse, 4-3 auf Stone. Er redet vom 2-0. Nee. Komm, jetzt. Bözius, Alter. Was für ein ja, guck, wenn die Bambusschuss. So ein Tor schießen, dann oh, Elfmeter. Das war im Strafraum. Das war sowas von ich im Strafraum. Ich bin gerade in der Taktik, ich seh's nicht mal. 62. Spielminute, das muss Elfmeter geben. Ich hab's geben. Nicht mal gesehen. Ach, Mann. Willst du mich verarschen? Als ob das jetzt wirklich einen Elfmeter gibt. Videoschiedsrichter sagt Elfmeter. Freistoß. Was? Was? Ja, Elfmeter. Das war so innerhalb. Er hat sich richtig voll so. Ja, Elfmeter. Ja, weil er da jetzt hingezeigt hat. Jetzt. Komm. Ey! Nein! Das, ey, da, nein! Ja, nein, oder? Nein! Das kannst du mir nicht erzählen. Wenn, das, nein, das, wenn der mir... Wenn der ja, mir Freistoß, kein, oder? Der hat mir keinen Elfmeter gegeben. Das kannst das du mir nicht erzählen, Elfmeter. Dass das kein Elfmeter war. Einwurf. So klarer Elfmeter. Absolut. Nein! Das Sven Jablonski gibt dir ganz klar einen Elfmeter. Rot, absolut auch noch dazu. Buh! Komm, bitte mach ihn, bitte mach ihn. Alter, ich hab so Angst. Ja! Das gibt's nicht. Verdient. Zwar nur das durch einen Elfmeter, aber es ist absolut verdient. Das ist nicht verdient. Ja, jetzt! Onisivo, das ist die milliardenprozentige Chance! Was 2-1! Spiel gedreht innerhalb von 3 Minuten! Ole! Ole, ole! Mainz! 0-5! Passiert! Jetzt werden die Scripts neu geschrieben. Das geht aber gar nicht an, du! Onisivo, ey! Also, mein Torwart macht da auch so, also, nee. Der rennt einfach raus! Was mein Torwart da gemacht hat, ist... Jetzt wird wieder überprüft. Ey, was ist das für ein Scheißspiel hier? Nee, aber das war nix, das war nix. Das war nix. Da bin ich ganz ehrlich, das war absolut nichts. 80 mal Elfmeter oder so. Komm, oh. Komm, da muss die Entscheidung her. Mainz. Oh, nee. Jetzt geht's los. Ich meine, ich hätte ja oh, scheiße, schon scheiße. Nur selber machen weg, müssen. weg, nein! Ja! Nein! Patrick Herrmann, 2-2. Ich hab nicht mal Zeitspiel, er wartet einfach eine halbe Stunde. Oh Mann, Alter! Scholloi! Mann! Also, wenn mir jemand erzählt, dass das hier nicht verdient wäre. Komm schon! Nix. Elfmeter! Ja. Rune Martin tanzt da einfach die ganze Gladbacher Mannschaft aus. Scholloi, oben ist noch jemand. Ich weiß nicht, wer es ist. Fernandes, komm. Wer tanzt die auch alle aus? Was ist hier los? Dachte, mein Linksverteidiger macht da jetzt schon wieder einen Elfmeter. Komm. Onisivo, letzte Chance. Oh! Es wäre verdient.
Es ist so unverdient, dieses Ergebnis. Ja, finde ich auch. Wegen Elfmeter und meinem Torhüter. Finde ich auch. Weil der so eine Scheiße gemacht hat. Also, ich hätte das Spiel 2 oder 3-0 muss gewinnen. Ehrlich sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft. 2-2, ich habe nicht gegen dich verloren. Und das 3-2 wäre verdient. Ich als neutraler Zuschauer würde auch sagen, dass Mainz hätte gewinnen können. Auf jeden Fall. Also ich bin nicht unzufrieden damit. Absolut nicht. Ich freue mich, aber es hätte passieren können. Also ich bin noch 3-4 Mal auf dein Tor alleine zugerannt und hab's nicht gemacht. So Leute, das letzte Spiel am heutigen Tag auswärts in der Allianz Arena gegen Bayern. Und ja, in echt ist das Spiel 6-1 ausgegangen. Ich will einfach nur besser davon kommen. Was es wird, ist offen. Absolut keine Ahnung. Die Stimmung in der Mannschaft aktuell richtig gut, aber die Punkte noch nicht so da. Jetzt gibt's wieder den Konter. Warum kommt Bayern eigentlich im eigenen Stadion zu kontern? Das will ich nicht. Jetzt Sonali. Rune Murden setzt einen Schuss ab. So will ich das sehen. Sehr gut. So, Halbzeit 0-0. Damit könnte ich auf jeden Fall leben. Ob wir das so durchbringen, das ist die andere Frage. Es ist sehr kritisch, so wie es jetzt aussieht. Puh, weiß ich nicht. Okay, mögliche Fußverletzung. Ich hoffe natürlich nicht, dass es was Schlimmeres ist, denn linker Verteidiger ist bei mir ganz schlecht. Komm jetzt, Mann. Lucky Punch. Ja. Oh, das war nicht ungefährlich. Ah, oh, oh. Oha. Abseits bitte. Nee, wenn er oben das Tor steht, dann zieht es auf jeden Fall. Alter. Wir haben alles gegeben. Goretzka oder Thiago war es an. Boah, aber was für ein Latte. Schuss. Gnabry schießt nochmal. Müller steht so gut auf. Und dann ist es Lewandowski. 28-7 Schüsse, 11-2 aufs Tor. Ich denke, das ist eine eindeutige Geschichte gewesen. Bayern gewinnt dennoch nur 1-0. Ja, hätten wir ein bisschen mehr Glück gehabt, hätten wir vielleicht 0-0 rausholen können. Es sollte nicht sein, aber ja, ich hoffe nur, dass Rune Murden hier nicht zu lange verletzt ist. Das wäre natürlich ein bitterer Schlag. So, wir haben uns gemutet. Wir gehen in die Schlussanalyse von diesem Monat August. Es ist in Ordnung gewesen. Also man hat vielleicht höhere Erwartungen, ich weiß es nicht, aber bitte seid nicht zu streng mit mir. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste in Football Manager. Wir gucken nochmal auf die Verletzung von Rune Murden. 4-7 Wochen ist nicht so cool. Wir geben ihm natürlich dem Physio, dann sind es 4-5 Wochen. Die nächste Woche haben wir auch eine Länderspielpause. Da hat er dann ein bisschen Zeit, sich auszukurieren, aber ich denke nicht, dass er vor dem Spiel gegen Paderborn oder Düsseldorf einsetzbar ist. Also ich denke, dass er erst wieder gegen Düsseldorf spielen kann. Naja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Also der August ist vorbei. Wir sehen uns nächste Woche im September. Schaltet wieder ein und checkt in der Infokarte die anderen aus. Ja, schaut da vorbei, wie die im August gespielt haben und im September spielen werden. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Auch rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.